Ich denke überhaupt nicht jetzt darüber nach, wie das jetzt ist, wenn ich das gelbe Trikot anhabe, sondern ich konzentriere mich ganz allein auf den Sprint. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir durch das Chaos da auch gut durchkommen werden. Es wird chaotisch, da müssen wir uns nichts vormachen. Es hat jedes Mal gekracht bis jetzt im Finale, gerade wenn es auch um das gelbe Trikot ging. So wie wir jetzt zum Ziel fahren, wenn der Wind, wie gesagt, so bleibt, haben wir Rückenwind, dann knallen wir damit über 70 da rein. Es gibt sogar noch eine kleine Abfahrt, 3 Kilometer vor Ziel, und das Feld hat keine Möglichkeit, sich irgendwie mal lang zu machen, auszudehnen, um einfach auch so diese Rennfahrerkonzentration auf einen Punkt so ein bisschen zu verringern. Deswegen hoffe ich, dass alle dort einen kühlen Kopf auch bewahren und dass es da keine großen Stürze gibt. Ist glaube ich fast normal, dass so ein bisschen das Scheinwerferlicht jetzt darauf auch liegt, aber wir haben so viele andere gute Sprinter auch jetzt hier in der Tour, dass man mit allem rechnen muss. Und mit Sicherheit wird dieses Duell auch hoffentlich nochmal aufkommen während der Tour, aber ich glaube, dass das nicht die einzige Option ist dann für den Ausgang von so einem Sprint.